und jetzt willkommen zu einer neuen Mod-Verstellung. Zahid aus dem SCS-Forum hat seinen Volvo FH5 geupdatet und da gibt es ein paar Neuigkeiten, die ich euch hier präsentieren möchte. Wer den Mod nicht kennt, das ist ja der FH5 auf Grundbasis von SCS. Das heißt, no FPS-Drops wird hier versprochen, meine Damen und Herren. Ich kann es jetzt natürlich nicht beurteilen, aber wenn ihr zu Hause einen schwächeren PC habt, da sollte die Kiste auch ohne Probleme laufen. So. Starten wir mal durch, was auch ganz cool ist. Er hat jetzt hier dieser Changelog 2.2.1 diesen LKW, und das finde ich richtig, richtig stark, in den Traffic mit eingebaut. Das heißt, diese Bude kommt euch auch im Traffic entgegen. Finde ich schon mal eine mega geile Aktion hier. So, jetzt starten wir mal durch. Ich zeige euch mal, was kann man hier alles machen. Also wir haben hier Spoiler, wir haben lackiert, wir haben Low, das heißt für Low Deck und so, alles mit am Start. Na, gibt auch hier diese Raced-Variante, so sieht dann so aus. Ist, glaube ich, Lodek, ist aber hier nicht mit dabei. Also Chassis, ne? Aber zumindest der Spoiler. Vielleicht ist das mal geplant. Das wird sich dann noch zeigen. Von den Anbauparts hier oben, Tröten ist, glaube ich, klar. Rundumleuchten hast du so ein Zeug. Ein paar Lampen sind noch mit dabei. Und das sieht dann so aus. So, wenn ich dann sage, okay, ich nehme die XL-Variante, die sieht halt dann so aus. Ist hier quasi die ganze Chassis, ist das, was von SCS mit dabei ist, das, was ich schon erwähnt hatte, anfangs des Videos, dass das alles SCS-Grundbasis ist. Es, ne? Sind natürlich noch ein paar kleine Sachen mit hinzugekommen, die ich jetzt hier auch noch aufzeigen werde. Wir bleiben aber bei der 4x2. Wir haben von 420 bis 750 Pferde. Ich lasse mal 500 PS, reicht voll aus. Ihr habt 12 Gänge, 6 Gänge, ihr habt Retarder, ihr habt alles mit am Start, alles, was man hier sich so vorstellt. Interieur. Wir haben ein Standard oder ein Exclusive mit diesem roten Gedöns oder rot-braun, je nachdem. Blau, grau, braun, braun, blau, alles mit dabei. Und dann kommen wir mal hier zu den Farben. Also ihr seht, farblich ist hier alles mit dabei. Komplette Palette. Könnt ihr dann hier nutzen und probieren und machen und tun. Alles, was euch hier gefällt, ist natürlich mit am Bord. So, ich lasse mal gelb, weil Dortmund gegen Bayern gewonnen hat. Da kann man doch schon mal gelb lassen, oder? Gut, das mal zu dem. Nicht, dass ich, ne, was gesagt habe zum Fußball. So, dann lassen wir auf alle mal gelb, wie die Biene heute Abend, nicht heute Morgen, so rum. Und ich lasse jetzt auch mal hier diese Igel-Variante drin. Finde ich ganz cool eigentlich. Gibt es auch dann hier als lackiert. Das bleibt. Wir haben auch hier lackierte Spiegel. Auch hier oben meine ich nicht. Plaste. Ihr habt hier noch die Standardstelle. Also Baker Accessory ist hier noch nicht kompatibel mit dieser ganzen Geschichte. Das gleich schon mal verwecken oder so Bescheid ist. Ihr habt aber hier vorne so Blitzer. Pass mal auf, ich zeige das mal. Ist das hier? Variante 2. Oder Variante 3. Das heißt, vielleicht, wenn ihr sagt, ihr fahrt Schwerlast oder so Gedöns, dann könnt ihr das hier dann einfach mit einbauen. Ne? Muss aber dann jeder selber wissen, ob er das will, ob er Bock drauf hat oder nicht. Ne? So. Dann haben wir hier ein paar so Schildchen. Finde ich immer ganz schnieke. Original bleibt. Teilweise lackiert. Oder der FH16-Style hier in dem Fall. Ne? Ich lasse aber nochmal Plastik, ein bisschen Plastik. Original bleibt. Hier hätten wir dann auch noch ein paar Sachen. Ich weiß gar nicht, kann man hier. Scheint alles aus zu sein. Das heißt, ich könnte jetzt hier, da sieht es kacke aus. Hier auch. Dann nehmen wir mal das Kleine, das Small. Kann man zum Beispiel so machen. Und hier, weiß ich, irgendwelche Lampen bauen, Schilder, hast nicht gesehen, ADR. Keine, geht auch nicht, Nina. Da muss man nur gucken, was man hier so hinbauen kann, weil er gibt, glaube ich, gibt uns so nichts mehr weiter mit. Genau, da müsst ihr halt irgendwas hinbauen, was ich hier, weiß ich nicht, irgendwelche Lampen oder so. Cool. Dann hier oben, Kennzeichen Volvo, gibt es hier die Variante, ich weiß nicht, dass er irgendwo aus, ich weiß gar nicht, wo der her ist, ne? Zeit ist, glaube ich, irgendwo aus, ich weiß es nicht. Ich lasse das mal weg, weil ich, wir wollen natürlich sehen, ob es original ist, das Kennzeichen hier doch nochmal ersetzt wird, ne? Lackiert, nehmen wir mit. Wir haben hier noch ein paar Slots. Die können wir dann mitnehmen, meine Damen, meine Herren. Passt mal auf. Wir brauchen jetzt aber Positionsleuchten für die Seite. Hier zum Beispiel haben wir was hier, ne? Warte mal. Was ist hier? Weiß-Rot? Nicht verkehrt rum. Weiß-Rot. So, jetzt. Da passt besser. So, da kann der Bäcker hernehmen. Oder. Das ist, glaube ich, jedem selber überlassen. So, Original oder dann hier die FH16. Die gefallen mir sehr gut. Dieses schwarzes Gedöns hier. Das nehmen wir natürlich mit. Chrom passt, das passt. Spoiler passt, Reifen passt, 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 passt. Was haben wir da noch? Angel Mords. Ja, fast so ein Standard. Hat fast jeder LKW mittlerweile dran. Deshalb nehmen wir das auch mit. Tanks 430 oder die große Variante oder dann hier auch in Stahl. Aluminium oder Stahl. In dem Alu oder? Hallo, was nicht? Ihr habt hier einen Vollschutz, wenn ihr da Bock drauf habt. Oder ihr sagt, nee, ich lasse mal hier diese Variante, geht dann ganz normal. So, wir haben hier hinten noch die Verkleidung. Lasse ich jetzt mal runter. Original bleibt. Ihr habt dann nochmal das Kennzeichen. Lasse ich jetzt aber weg. Hat man ja von vorne schon gesehen, das Ganze. Genau, dann haben wir hier noch was. Das sind originale Schmutzlappen. Original 2. Luftdrucktank. Den lassen wir auch so. Und dann sind wir hier von außen schon mal fertig.
So, ne? Also wirklich nur FPS-Drops. Gehen wir noch mal rein ins Interieur. Was kann ich hier noch alles schrauben? Was kann ich hier noch alles machen? Also, ihr seid hier nach wie vor noch ein bisschen mit wenig Equipment unterwegs, so nenne ich es jetzt mal, was Interieur betrifft. Da das halt alles noch nicht so kompatibel ist mit Baker Accessory. Ich weiß nicht, ob da in der Form noch was kommt. Kann ich euch so nicht sagen. Da muss man dann einfach schauen. So, Navi lassen wir mal. Wir haben hier noch Lufterfrischung, das Zeug, was wir halt einfach schon so kennen. Ne? So, was haben wir hier noch alles? Sandy ist Smart Föhn. Vielleicht gibt es da nochmal eine App, dann müssen wir mal anfragen, ob Saal Truck da nicht irgendwie mit Baker sich da mal in Kontakt setzen kann und dann hier ein bisschen so ein kleines Update raushauen kann. Ich wäre natürlich ganz geil, das Ganze. Ne? So, Navi lasse ich auch mal weg. Vorne hat man noch ein Namensschild und so ein Zeug. Und das bleibt erstmal auch so. So, dann sieht es erstmal so aus, die Bude hier. Gar nicht so schlecht, oder? Fürs Erste. Ich bin jetzt mal gespannt, was da noch so alles mit dabei ist jetzt, wenn man jetzt hier, ne? Kommt übrigens aus dem Iran. So, jetzt, ne? Kommt aus dem Iran. Darf man nicht vergessen. Genau, dann testen wir mal weiter. So, wir sind jetzt hier noch im Interieur. Da sieht man jetzt das fette Navi. Ich fahre mal ein Stück nach vorne. Hier haben wir unser Dashboard. Da klicken wir uns mal kurz durch, dass ihr ungefähr seht, was Phase ist, was hier alles so mit dabei ist. Sieht soweit ganz cool aus. Funktioniert auch alles. Ihr könnt das Navi ein- und ausschalten. Weiß ich gar nicht. Geht nicht aus, obwohl ich es eingestellt habe, dass man es ausschalten könnte. Das bleibt aber. Ist jetzt aber nicht so schlimm. So, von außen, ja, wie schon gesagt, ich habe es schon erwähnt, alles SCS Grundbasis. Also die Basics sind komplett von SCS übernommen. Was gut ist, weil es ja dann keinen FPS-Drops in dem Fall gibt. Was ganz cool ist. Daher sieht soweit ganz gut aus. Jetzt machen wir kurz einen Lichtcheck und dann gucken wir uns das mit dem Traffic noch an. Das ist das, was natürlich interessiert. So, das ist unser Tag für Licht. Und so sieht der Hubel jetzt mal in der Nacht aus. Warte mal, Fernlicht. Aber dann hier unten, ne? Weil ich mache das Licht nochmal aus. Hier unten, ne? Genau, dann an der Seite noch das Ganze. Hinten, Bremse. Linke, alles da, wo es hin muss. Und ich finde, sieht soweit voll okay aus. Im Interieur, das Ganze sieht halt dann so aus. Passt auch. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir auch den LKW im Traffic sehen. Das heißt jetzt für uns, wir müssen jetzt mal die G-Traffic erhöhen. Da muss ich jetzt also die G-Traffic auf 9. Und jetzt gehen wir mal auf die Bahn. Meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auf die Schnelle jetzt hier irgendwas sehen. Weil der sollte euch jetzt normalerweise hier auch im Traffic entgegenkommen. Da werde ich jetzt mal gucken müssen. Aber ich glaube, ich schaue jetzt mal und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den dann gefunden habe. So, und jetzt kann man hier sehen, da ist er. Da steht er auch schon auch in Gelb, so wie ich ihn mir jetzt zusammengeschraubt habe. Da steht er ganz genauso in Gelb, so wie ich es erwähnt hatte vorher. Ne? Also er fährt dann auch im Traffic rum, also im AI. Verkehr und das finde ich eigentlich ganz cool. Auf das warten wir eigentlich schon lange, dass zum Beispiel auch der TG3 im Traffic rumfährt. Das ist ja nach wie vor von Seiten des STS noch nicht passiert. Aber hier sieht man schon mal, dass das schon mal gut funktionieren kann, wenn man es einfach nur macht. Ne? Also da vielleicht nochmal hier an STS nochmal den Aufruf, bitte alles in den Traffic packen, was Neues mit am Start ist. So, mehr gibt es hier nicht zu erwähnen. Falls ihr dazu Fragen habt, dürft ihr das gerne machen. Einfach kommentieren, entweder hier oder im SCS-Software-Blog. Ansonsten lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich euch wie immer knitterfreie Fahrt. Macht's gut, bis bald und adios.